Damen wieder Hallöchen zur weiteren Folge Insurgency Sandstorm und irgendwie macht hier Shadowplay seine eigenen Sachen. Na gut, ihr seht's ja nicht. War krank. Ganz komisch. Ja, wir sind zurück. Ich freue mich. Lange ist her. COD habe ich auch gerade aufgenommen. Es tut wieder gut. Ist mal was anderes, anstatt ja, den Alltag zu resümieren von A nach B. So, ja, der Patch ist rausgekommen. 1.6.3. Ja, kleiner Patch halt. Ne, wegen Downloadgeschwindigkeit bei Mod.io und ja, ist die AI ein durch Nebelsieten, alles sowas. Und allgemein, hier steht ja, die Nebeldichte wurde auch mal ein bisschen gefixt. Und dass der Nebel so schnell verschwindet. Also, wenn dann, beispielsweise eine Mörsergranate, Nebelmörsergranate, wenn die auf dem Boden aufkommt, dass der Nebel auf einmal gar nicht da ist. Ja, das wurde auch gefixt. Also nur Kleinigkeiten. Aber in der CTE wird jetzt schon die Dings getestet, die. Warte mal, was war das? Die Nightfall-Version, ne? Es kommt nämlich bald eine ganz große Sache. Und darauf freue ich mich schon. Ja, wir kriegen nämlich die alten Funktionen vom ersten Social Civiler. So, das von 2014, sagen wir so. Nicht die Mod, sondern von 2014. Und ja, da spielen wir in der Nacht wieder. Mit Nachtsichtgeräten, allen sowas. Da werde ich vielleicht mal extra Video dazu machen. Wenn ich besser vorbereitet bin. Ihr merkt schon, ich stammel ein bisschen, weil ich eigentlich was anderes machen wollte. Ich wollte halt regulär aufnehmen. So wie immer. Spielen Koop und normal, ihr kennt das Gedöns. Ja. Aber ich dachte mir so, ich schmeiß es mal ganz kurz rein, aber wie wir sehen, kommt der Junge doch ein bisschen durcheinander. Gut. Match beginnt. Mensch, da kann ich ja gar nicht laufen lassen. Ist ja Wahnsinn. Naja. Raffinerie, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, die Runde hat schon angefangen, das ist super. Die hat schon angefangen. Beobachter, nö. Sprengtechniker. Nö. Ach komm. Ne, wir haben ja kein Dings, wir haben ja keinen Commander, ist ja sinnlos. MG-Schütze. Probieren wir ditte, Brigitte. Ey. Einer lebt noch. Freunde, jetzt wird es spannend. Oh. Jetzt wird es spannend. Einer lebt noch. Das kann nicht werden. Das kann nicht werden. Sag ich euch jetzt schon. Der Afro-Man. Der Name verspricht viel. Der Name verspricht sehr viel. Wir dürfen gespannt bleiben. Abgestochen. Hat er ihnen die Mündung in den Bauch gerammt? Weil mehr machen die ja nicht. Die hauen ja nicht mit dem Dings zu. Mit der Schulterstütze oder sowas, sondern die stechen ja, ne? Als ob sie ein Bajonett vorne dran haben. Ist auch noch ein bisschen buggy, die Animation. Eigentlich müssten sie mit der Schulterstütze oder mit dem Schaft zuhauen. Ja? Also mit dem Schlagbolzen oder sowas, aber naja. Na gut. Du brauchst jetzt erstmal eine neue Mesh, Alter. Guck mal an, dein Rucksack ist total verdreht, ey. Da muss der Modelldesigner nochmal ran. Muss er vom Arzt untersuchen lassen. Sieht nicht so gesund aus. Deine ganze 3D-Mesh ist im Arsch. So. Ein paar Vertex zu viel, wa? Was ist da mit der Play-Skill? Nee, alles gut. Wenn ihr modellieren würdet, dann wüsstet ihr, was ich meine. Ach, ich weiß gar nicht, wohin mit dem MG, Alter. Aber andere Klassen waren schon besetzt. Ich nehme lieber die Pistole hier. Ja, war sie. Hilfe!
Ich klebe schon mit der Nase am Popschutz hier, weil ich mich schon so konzentriere. Zu zweit darum hocken, das ist ein Fenster, Freunde. Keinen Plan winnen, Alter. Das war mir schon von rein aus klar. Scheiß Position hier, ey. Oh, knapp, ey. Ah, rennen sie, die Säcke. Leider können wir auch nicht mehr Magazine mitnehmen, ne? Das ist auch so eine Sache. Wir müssten dafür dann die Pistole fallen lassen, aber ne, die Pistole ist mir wichtig. Bezüglich Nahkampf und so. Kann man nicht aufstellen? Scheiße, ey. Ein merkt man. Das stirbt doch mal. Meine Fresse. Ich bin konzentriert. Also ist man bei dem Spiel immer. Also da wisst ihr ja eh schon Bescheid. Aber allein aus Gewohnheit sage ich es. Sage ich es nochmal. Halt die Klappe. Affe. Aua! Das war mein Ohr, du Schwein. Denk doch mal an mein Ohrfetisch, Mensch. Wie soll ich jetzt mein Geld verdienen? Meine Güte. Sag doch, alles Egoisten. Hätte mal einen Screenshot machen sollen. Hab ich schon vergessen. Nee. Ja, liebsten würde ich das HUD deaktivieren, ne? Aber geht ja nicht. Ich habe keinen Knopf gefunden dafür. Müsst ihr auf Hardcore spielen, auf Hardcore habe ich keinen Bock. Ist mir zu Hardcore. Ab und zu geht's, aber jetzt nicht aufnahmetechnisch. Könnte man vielleicht auch mal machen, aber so Zeit erstmal nicht. Gesundheit. So, einmal F12. Na, da geh ich nicht durch. Hey, hey, come on! I need help!
Oh, thanks for stepping in front of me. Da springt der da runter, Junge. Ey, FPS, jetzt kommen wir wieder runter. Also hoch in dem Sinne, aber jetzt runter in dem Sinne, weil jetzt gerade Amok läuft. Die Frames. Oh, extra leer, Alter. Das wird ja mehr so ein Lucky Luke Spiel statt MG Spiel, also. Ja, ich hab ja gesagt, ne? Ich bin mehr so der Dings-Typ. Nahkämpfer. Seit Anfang an gespielt. Mit dem MG hier rumzulaufen ist ein bisschen. Ich sag ja immer, da sollte man erst spielen, wenn man weiß, wo die Positionen sind. Ne, wo die KIs so rauskommen oder allgemein, wo die Leute ungefähr entlang laufen. Jetzt haben sie. Oh, nochmal Screenshot. Hey, der Joker ist auch noch mit dabei, sehe ich gerade. Au, ja, danke schön. Nimm wieder mich. Ja, spektakuläres MG-Gameplay war es halt nicht. Das finde ich wohl ein bisschen schade, aber gut. Ich kenne die Position nicht. Oh, drei Stücke in einer Position, ihr habt doch nicht alle. Ich weiß nicht, ob das Feinde von mir sind oder Papierfetzen. Hier links will er keiner. Sieht, so kleine Performance-Probleme gibt es immer noch. Ich schaue durchs Visier und das Spiel leckt hier wie Hölle. Alter, ist schon ein bisschen schade. Aber man sieht, der Nebel ist schon besser geworden, ne? Wer ist ein Polygonfläschchen? Ja, du bist es. So. Joker haut ab. Oder bleibt er da? Ja. Ah, man muss sich noch ein bisschen ans Team orientieren, ne? Das habe ich euch ja euch schon ein paar Mal gesagt. Das ist immer je nach Team kritisch. Lass die mal nicht durch, die Affen.
Hey, Granate, schön. Wie ihn aber wieder keiner, ja, mitgekriegt hat, ne, wie er die Granate reingeschmissen hat. Super. Mann, 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 ich bin legendärer Sturm. Nicht. Eher unerwartet. Scheiße, ey. Aber hey, immerhin gewonnen. Immerhin gewonnen, das ist die Hauptsache. M240B. War die nicht der Nachfolger der M60? Ich meine doch, oder? Der guten alten M60, die man kennt aus Vietnam-Filmen und sowas, ne? Wie auch bei Rocky dabei ist. Keine Ahnung, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gut, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Däumchen nach oben da, liken, teilen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!